Das Prinzip von Deathloop fußt darauf, immer wieder von vorne anzufangen. Repetitiv oder gar langweilig wurden meine 7 Stunden in der Zeitschleife aber nicht. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller mit der neuesten Preview von Gamers Global. Die Arkane Studios setzen auf ungewöhnliche Spielideen mit einer Menge abgedrehten Elementen. Da bildet auch das neueste Werk der Franzosen, Deathloop, keine Ausnahme. Ich konnte kurz vor Release 7 Stunden mit der fertigen Version des Spiels verbringen. Das Kernprinzip ist schnell erklärt. Ihr seid als Protagonist Cold auf der Insel Black Reef in einer Zeitschleife gefangen. Bill Murray und sein Murmeltier lassen grüßen, denn ihr seid dazu verdonnert, ein und denselben Tag wieder und wieder und wieder und wieder zu erleben. Doch eure Erinnerungen bleiben und später sogar Teile eurer Ausrüstung. Allerdings seid ihr nicht alleine mit diesem Schicksal. Juliana kann im Gegensatz zu den restlichen Inselbewohnern ebenfalls ihre Erinnerungen behalten und macht aus irgendeinem Grund Jagd auf euch. Ihr müsst also stets auf der Hut sein, falls sie in eure Welt einfällt. Die restlichen Eternalisten, also die normalen Bewohner von Black Reef, sind bei jedem Neustart des Loops so unwissend, wie es nur geht. Dafür sorgen zum Teil die Visionäre, 8 Figuren, die dafür zuständig sind, dass die Zeit sich immer brav weiter im Kreis dreht. Das höchste Ziel in Deathloop ist, sie alle innerhalb eines Tages umzubringen und den Loop zu brechen. Zwei Hilfsmittel sind immens wichtig, um eure Mission zu absolvieren. Das Hacker-Magic-Funkgerät, mit dem ihr Türen, Geschütztürme und andere Objekte hacken könnt, und Colts Reprise-Fähigkeit, die euch theoretisch 2 Tode ermöglicht. Werdet ihr erschossen, erdolcht oder fallt von einer Klippe, werdet ihr an einer früheren Position wiedergeboren. Der Clou dabei: Die Gegner kriegen das nicht mit und halten euch weiterhin für tot. Die Gebiete von Deathloop könnt ihr zu 4 Tageszeiten erkunden. Bei meinen Touren durch beispielsweise Karlsbucht habe ich schnell festgestellt, dass sich nicht nur die Lichtstimmung ändert. Die Gegner befinden sich an anderen Stellen, teils fehlen ganze Häuserwände und Durchgänge sind plötzlich versperrt oder offen. Hier fängt die eigentliche Genialität von Deathloop an. Was ihr am Morgen treibt, kann sich auf den Nachmittag oder Abend auswirken. Wenn ihr den Tod eines NPCs verhindert, eröffnen sich euch neue Türen, hinter denen Hinweise über ein Visionär versteckt sind. Einer der wichtigsten Grundsätze von Deathloop ist nämlich: Wissen ist Macht. Ihr belauscht NPCs, hört auf die Lautsprecherdurchsagen der Visionäre oder untersucht Kommunikationsterminals, um mehr über die Tagesabläufe und Aufenthaltsorte zu erfahren. Denn nur weil Harriet morgens in Karlsbucht eine seltsame Messe abhält, ist sie nicht den ganzen Tag in ihrer Kuppel. Von getöteten Visionären erhaltet ihr nicht nur neue Waffen und Siegel, die Colts Fähigkeiten und die seiner Waffen aufwerten, sondern auch Tafeln. Diese versorgen euch mit Spezialfähigkeiten wie einem Teleport oder dem besonders coolen Nexus. Mit dem verbindet ihr das Schicksal zweier Gegner untrennbar miteinander. Kriegt einer den Nagel eurer Pistole in den Kopf getackert, kippt der andere ebenfalls aus den Latschen. Im Spielverlauf schaltet ihr außerdem die Möglichkeit frei, Residuum zu sammeln. Die Ressource erlaubt es, Waffen, Tafeln und Siegel anzureichern. Das ermöglicht euch letztlich, sie dauerhaft in eurem Arsenal zu halten und in neue Loops mitzunehmen. Theoretisch dürft ihr euch ohne Zeitlimit durch ein Gebiet bewegen. Die nächste Tageszeit bricht erst an, wenn ihr es durch die Tür in die Tunnel verlassen habt. Allerdings müsst ihr aufpassen, denn werdet ihr erledigt, dann beginnt der Loop definitiv von neuem, alle Visionäre leben wieder und eure nicht per Residuum angereicherte Ausrüstung ist hinfort. Rein technisch kann ich der Pre-Release-Version mit Goldstatus kaum etwas anhaften. Im Leistungsmodus habe ich konstant 60 Bilder pro Sekunde mit dynamischem 4K auf der PS5 gehabt. Also läuft die Version sauber und sie sieht mit der angedeuteten 60er Jahre Optik auch noch richtig schick aus. Und der Soundtrack fügt sich perfekt in das Gesamtbild ein, ebenso wie die guten deutschen Sprecher. Dreck. Starten wir den Fazitloop. Die Erkundung von Black Reef hat mich so sehr in ihren Bann gezogen, dass ich mich nur schwer von der Insel losreißen konnte, um diese Preview zu machen. Denn so sehr ich auch die Befürchtung hatte, dass der Spielspaß unter der ständigen Wiederholung leiden könnte, diese Angst verpuffte schnell im Raumzeitkontinuum. Quasi in jedem Loop habe ich etwas Neues über die Visionäre, Spielwelt oder Colts Vergangenheit gelernt.
Alleine das motiviert schon ungemein und löst ein unerwartetes Ein-Loop-Noch-Gefühl aus. Besonders spannend dürfte das in Kombination mit einer spielergesteuerten Juliana sein. Den Online-Modus konnte ich im Zuge dieser Preview aber leider noch nicht testen. Beim Gameplay selbst setzt Arcane auf bekannte Stärken. Die Waffen fühlen sich jeweils unterschiedlich an und machen auf ihre eigene Weise Spaß. Besonders angetan hat es mir die lautlose Nagelpistole. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Tafeln, mit denen ihr euch flott durch die Levels teleportiert oder Gegner miteinander verbindet. Das Sammeln von Residuum zum Erhalt von Items und Skills ist zwar nötig, artet aber nie in anstrengenden Grind aus. Kurzum, nach 7 Stunden in Black Reef bin ich mir sicher, dass Deathloop einer der großen Shooter-Hits dieses Jahres wird. Ihr solltet aber Experimentierfreudigkeit mitbringen und einen Hang zum Schleichen haben. Rambos haben es bedeutend schwerer in der Zeitschleife. Meine aktuelle Einschätzung lautet sehr gut. Die schriftliche Preview zu Deathloop gibt's frei für alle auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da.